So, herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge von Watch Dogs. Heute starten wir diese wunderschöne Mission hier, der Pizzamann. Also nicht der Pizzamann. Das ist schade. Ich liebe Pizza. Ja, schauen wir mal an, was da wieder abgeht jetzt. Wo ist er? Ist nicht leicht mit Jordi zu arbeiten, aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. Das ist natürlich schlecht. Ich meine, das sieht nicht gerade aus wie jeder andere hier. Da soll ich hochklettern. Okay. Schon sind wir oben. Hi. Oh, fuck. Jordi, wer sind die? Na, die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück, da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem, komm schon. Das tun der Typ ist nicht wir ganz gerade. Sauber. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Tu mir einen Gefallen, beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Die Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger. Auf dich. Klasse. Wie konnte das passieren? Gute Frage. Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und einer von den Typen leitet die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgepisst nach deiner Show. Kümmere dich nicht um meine Methoden. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch da runter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Machen wir ja, das der Junge. Okay. Meine oh mein Gastgeber Gott. Jan Hunter, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke, hm? Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will den Rächer, und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugen freizubekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Du bist zu sentimental, Pierce. Das ist eine Schwäche. Irgendwann wird es jemand gegen dich nutzen. Ich decke dich, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. Kommt mir bekannt vor.
Okay, das ist jetzt leicht unrealistisch. Zack, schauen wir uns mal da an. Haben wir da noch ein paar Leute? Ja, da haben wir noch jemanden. Zack. So. Ein Haussicherheitssystem. Ja, richtig widerlich hier. Hey, ich wollte nicht wieder zurück. Hier, lass mal da. Ja, so ist doch schon besser. Frisch mehrere Schwaner, Handwerker. Was die Handwerker hier verdienen? 81.000 im Jahr. Oh, komische Handwerker. Na? Willst du nicht mal schauen, wo... Ach, da gibt's ja nicht. Ich glaube, den Typen, da muss ich selbst erledigen. Außer Reichweite. Tu das hier sprengen. Boom. Vielleicht schaut das ja Leute an. Ja, genau. Komm du mal runter hier. Komm. Trau dich. Trau dich, Schätzchen. Trau dich. Zu langsam, großer. Ich bin blockiert, Pierce. Keine Schussbahn. Klasse. Wo ist dieser Typ? Ah, da kommt er. Ja, komm nur näher, komm nur näher. Optimal. So. Das dürfte jetzt ja langsam mal reichen hier. Aha, aha, aha. Steck das Handy weg. Großer. Sucht Hacker Conventions. Ihr May, was ist denn das für ein Kram hier? Eine Kamera, perfekt. Gibt's da bestimmt irgendwelche Sachen? Sehe nicht. Ich guck mal woanders nach. Hier ist niemand. Mhm. Ich gehe weiter. Mist. Fast erwischt. So. Da waren es nur noch zwei. Komm raus. Verdammt, wir kriegen das ab. Ah. Schaltet ihn aus! Aufpassen!
Los, du kommst erst zurück, wenn ihr ihn habt. So. Ich könnte wetten, dass der Boss in diesem Büro ist. So, Leute. Mal rein. Er gehört hier. Moment, Moment. Stopp. Wer soll den Knastjob erledigen? Den was? Keine Ahnung, wovon du redest. Lance Brenner. Wie geht's der Familie? Was soll das? Ich frage dich nach deiner Familie. Sieht so aus, als hättest du zwei Parallelleben. Familienmensch. Die Kinder gehen wohl bald aufs College. Teuer für einen Gewerkschafter. Fick dich. Also bin ich freundlich. Das zweite Leben. Geisterkonten mit einem ganzen Haufen Geld drauf. Hey. Wusstest du, dass dein Name bei verdammt vielen ungeklärten Fällen auftaucht? Die Bullen würden sicher gerne mit dir reden. Okay, warte. Willst du einen Teil von der Kohle? Das kann ich einrichten. Du verschwendest Zeit. Na gut, na gut! Fuck! Der Knastjob? Das ist Angelo Tucci. Er ist in einem Konvoi, aber zu spät. Du findest ihn nie. Er sagt, dass ich ihn will. Ich wette, er hat Familie in der Stadt. Was willst du von seiner Familie? Was verdammt stimmt nicht mit dir? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Oh, was haben wir denn da? Eine AK-47. Wach auf, hier ist mehr Fixer am Anmarsch. Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Scheiße. Oh nein. Oh nein. Ja, klar. Lass halt den Helikopter da draußen fliegen. Oh mein Gott. Oh Mann, hast du das gesehen? Das wird wieder noch hässlich hier, richtig hässlich. Das ist... Das ist überhaupt nicht cool. Au! Das sind zu viele, das sind eindeutig zu viele. Oh Mann. Ja, das kommt mir ja schon vor wie... Ay, caramba. Das ist ja richtig hässlich. Oh, einer weniger. Ich komme ja gar nicht mehr raus hier, das ist ja
Okay. Leute, dann sage ich mal ganz gechillt. Das war's für diese Folge. Ich werde mich da gerade mal ein bisschen durchboxen und melde mich dann wieder, wenn ich die alle gar erledigt habe oder entkommen bin. Okay. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.